Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so eine weitere Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und ja, wir wollen heute wieder was Nettes kaufen. Ich bin hier auf einem Hordenschar, wie ihr seht, auf einem Server, wo ich sonst nicht unterwegs bin. Und zwar auf Auchhundun, dass ich es noch rausbringe. Hier habe ich mir ein bisschen Gold rüber traden lassen, um genau zu sein, 400.000. Und was habe ich als Gebühr gezahlt? 50k, also ein bisschen über 12% Gebühr. Ist okay. Dafür haben wir nämlich hier ein Item, was ich mir kaufen wollte, das relativ selten ist. Jetzt gehen wir mal hier auf nicht gesammelt. Und dann gucken wir einmal rein. Machen wir das mal so. Genau, da haben wir es. Das ruchlose Messer ist hier nämlich einmal drauf. Und das kostet uns hier knappe 400.000. Habt das schon so hingebastelt. Dieses Item ist normalerweise immer für über 1 Million, wenn es überhaupt im Auktionshaus ist, gelistet. Dementsprechend 400k sind zwar viel für ein Item, aber dieses ruchlose Messer hat halt so ein bisschen das Problem, dass das so eine geringe Dropchance hat, dass das teilweise... Im Moment sind es, glaube ich, 3 komplett EU-weit drin. Sonst ist meistens immer nur 1 drin für Cap. Und jetzt dachte ich mir, komm, schlägst du mal zu. Und ich würde sagen, das kaufen wir uns. Das ist nämlich das letzte Item tatsächlich, was mir in den alten Expansions für meinen Druid zumindest an Transmog fehlt. Haben wir uns einmal jetzt gekauft für 400k. Jetzt haben wir noch ein bisschen was über. Theoretisch könnten wir sagen, komm, die 1000 Gold oder so, scheiß drauf. Aber ich denke mir mal, komm, hier auch das kleine Gold wollen wir ehren. Und jetzt kaufe ich mir noch ein paar kleine Pets oder so, irgendwas. Achso, jetzt habe ich hier alle Addons ausgeschalten, ne? Jetzt sehe ich nicht, wie viel was wert ist tatsächlich. Jetzt müssen wir uns irgendwas kaufen. Komm, dann kaufen wir uns einfach hier die Eule, oder? Sollen wir den Flitzi kaufen? Nee, komm, wir kaufen uns die Eule. Ich habe keine Ahnung, was die wert ist. Normalerweise habe ich da mal ein Addon für, dass das anzeigt. Aber egal. Zumindest, dass wir es jetzt nicht gewastet haben, die 1000 Gold, können wir einmal die Eule lernen. Und dann hier das ruchlose Messer. Yep, das möchte ich an meinen Account binden. Dann haben wir das auch einmal gelernt. Wir können mal gucken, wie es aussieht. Das ist, glaube ich, eine total gammelige Waffe. Und soweit ich weiß, wenn, dann ist die aus Scholo oder war die aus dem Scharlachroten Kloster, eins von den beiden, und hat halt bei bestimmten Trash-Mobs eine 0,0 irgendwas prozentige Drop-Chance. Deswegen sind auch teilweise fast keine im Auktionshaus. Ich habe es jetzt hier einmal offen. Da habe ich nachgeguckt. Einmal auf dem The Undermine Journal, und im Moment gibt es insgesamt 3 Stück im kompletten EU-Bereich. Der Durchschnittspreis, wie ihr seht, im EU-Bereich sind knappe 2 Millionen Gold, und mittlere Preis sind hier 1 Million, wie ihr seht. Heißt, mit den 400k bin ich schon halbwegs gut gefahren. Klar, ist immer noch viel Gold, aber dafür habe ich jetzt auch damit den Classic-Bereich quasi einmal abgehakt. Gut, das war es eigentlich schon für das kleine Waste of Money-Video. Und ja, dann verabschiede mich an der Stelle. Schreibt mir gerne eure Gedanken dazu in die Kommentare. Ötila, bis zum nächsten Mal. Ciao.